Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event entlang der Routen. Bei diesem Event feiern wir ein neues Feature und zwar den Matteo. Weitere Infos kommen gleich. Fangen wir erstmal damit an, wann fängt dann das Event an? Am Dienstag, den 5. Dezember um 10 Uhr Ortszeit bis Freitag, den 8. Dezember, 20 Uhr Ortszeit. Ein sehr, sehr kurzes Event, muss man sagen. Nur 3 Tage lang, das ist wirklich hart und noch nicht mal übers Wochenende. Keine Sorge, die neue Funktion bleibt natürlich auch nach dem Event im Spiel. Außerdem feiern wir in diesem Event auch ein neues Shiny, und zwar Hisui Sneebel kann Shiny sein. Zur Erinnerung, wenn ihr das Pokémon weiterentwickeln wollt, müsst ihr Hisui Sneebel als Kumpel nehmen, 7 Kilometer laufen und tagsüber entwickeln. Seit 4. Dezember gibt es einen neuen Charakter, und zwar der Matteo. Der Matteo taucht am Ende einer Route auf, wenn ihr eine Route dann abgeschlossen habt, und er fragt euch, ob ihr ein Geschenk tauschen möchtet. Also in der Beschreibung steht, dass ihr ein Geschenk von der Route, also entweder vom Anfang, vom Ende oder von mittendrin, also irgendwo entlang der Route ein Geschenk tauschen könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr gar kein Geschenk eingesammelt habt, was passiert dann mit diesem Feature? Keine Ahnung. Hätte ich mal gestern testen sollen, das wäre vielleicht eine gute Idee für den gestrigen Stream gewesen. Aber ja, wusste ich irgendwie nicht, dass man das hätte testen können. Dieses Feature könnt ihr nur einmal pro Tag benutzen. Und Niantic hat auch geschrieben, dass Matteo nur möglicherweise auf euch wartet. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das klingt so nach einer Chance von, keine Ahnung, von einer bestimmten Anzahl an Prozenten, dass er nicht immer am Ende einer Route auf euch wartet. Das wäre natürlich der Super-GAU schlechthin. Ja, wir haben hier ein neues Feature, aber diese neue Figur da, dieser neue Charakter, der taucht da jetzt nicht immer auf. Also da müsst ihr schon Glück haben. Euer Ernst? Aber ich kann es nur einmal pro Tag benutzen, aber ich muss mehrere Routen ablaufen, damit ich den überhaupt finde. Danke. Und was bringt euch das? Anschließend erhaltet ihr ein Geschenk von einem anderen Trainer und wir werden darauf hingewiesen von Niantic, dass man doch die Postkarte abspeichern kann, um dann ein Vivian-Muster zu erhalten. Also man kann ein Pokémon fangen mit einem bestimmten Endmuster von Vivian. Natürlich muss man das Pokémon nämlich danach erstmal weiterentwickeln. Das heißt, ihr habt da eine sehr, sehr, sehr geringe Chance, vielleicht ein Geschenk zu bekommen von einem Trainer, der vielleicht in der Vivian-Region Ozean spielt. Also mir würde dieses Muster zum Beispiel immer noch fehlen. Einige von euch haben das schon längst hinter sich. Die haben gleich am Anfang die richtigen Trainer in ihre Freundesliste geladen. Und meine Freundesliste ist eh schon total voll. Und ich muss ja schließlich 4 Niantic-Spiele damit unter einem Hut bringen, was auch schon sehr, sehr schwer ist. Aber gut, ja, eine sehr, sehr geringe Chance vielleicht auf eine bestimmte Postkarte, die mir dabei hilft, vielleicht die Vivian-Muster zu vervollständigen. Klingt ganz gut, aber ja, wenn man den nur einmal pro Tag mit ihm tauschen kann und wenn der nicht mal garantiert ist, dann verläuft sich dieses Feature wahrscheinlich auch schnell wieder im Sand. In der Wildnis erscheinen in diesem kurzen Event auch andere Pokémon in der Wildnis. Und da haben wir Schneckma, Caporera, Spoink, Barschwa, Yorklef, Flecknoil, Emolga, Wolli und Pamo. In diesem Event, wenn ihr in diesem Event ein Geschenk öffnet und wenn ihr in diesem Event ein Geschenk öffnet und ihr habt Platz für ein Pokémon-Ei, dann könnt ihr ein 7-Kilometer-Ei bekommen. Und in diesem 7-Kilometer-Ei können zusätzlich folgende Pokémon schlüpfen. Hisui Fukano, Togepi, Sneebel, Hisui Sneebel, Mobei und Psia. Was schlüpft normalerweise aus den 7-Kilometer-Eiern? Die Liste ist nicht gerade kurz. Mittlerweile sind in den 7-Kilometer-Eiern Alola Sandan, Alola Vulpix, Galar Mauzi, Alola Mauzi, Alola Kleinstein, Galar Ponita, Galar Fleckmon, Galar Porenta, Galar Slimer, Alola Slimer, Paldea Felino, Galar Zickzacks,
Galar Flampion und Galar Flunschlick. In diesem Event gibt es auch eventexklusive Feldforschungen, eine befristete Forschung, die werde ich euch natürlich separat nochmal ganz genau anzeigen. Außerdem soll es auch wieder Showcases geben. Ob jetzt ein einziger Showcase oder mehrere, kann ich euch natürlich gerade nicht sagen. Schauen wir uns mal die Eventboni an. Eine halbe Brutdistanz ist ja schon mal eine schöne Sache bei 7 Kilometer Eiern. Da muss man ja nicht ganz so viel laufen. Ihr bekommt dreifache Erfahrungspunkte beim Drehen von Pokestops und fünffache Erfahrungspunkte bei allerersten Dreh eines Pokestops. Das heißt, alle, die einen weißen Kreis haben, fünffache Erfahrungspunkte. Oh, das ist schon super genial. Also das gibt eine Menge EP, wer sie denn auch wirklich braucht. Also das wäre definitiv ein toller Zeitpunkt, um mal irgendwo hinzufahren. Nur müssen wir alle arbeiten und das Event ist viel zu kurz. Danke. Naja, es gibt auch doppelten Sternstaub beim Öffnen von Geschenken. Das wäre super. Außerdem gibt es ja eine Funktion, dass ihr ausschalten könnt, dass ihr Items bekommt, weil momentan ist ja Items sammeln echt schwierig in Pokémon Go, vor allem wenn man ein Gerät hat, das automatisch die Pokéstops dreht. In dieser Einstellung kann man nämlich einstellen, dass ihr Geschenke öffnet, obwohl euer Beutel voll ist, und dann würdet ihr ja dann wenigstens den Sternenstaub bekommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dann pro Geschenk nur 100 Sternenstaub bekommt. Also hier in diesem Event dann vielleicht 200 Sternenstaub. Ob es nicht dann doch besser ist, die Items mitzunehmen, weil dann kann ja auch mal 300 Sternenstaub, also 600 Sternenstaub im Geschenk sein. Bei der befristeten Forschung müsst ihr 7 Kilometer laufen und 3 Geschenke verschicken. Und dann bekommt ihr Wolli, Sanana, Pamo, Bashwa, ein Rauch und Hisuis Nibel insgesamt 2-mal. Das ist doch schon eine schöne Sache. Außerdem gibt es an den Pokestops event-exklusive Feldforschungen. Folgende Aufgaben gibt es hier. Sendet 3 Geschenke mit Sticker an eure Freunde für Evoli. Tausche ein Pokémon für Hisuis Nibel. Tauschen, das ist natürlich richtig blöd. Nicht jeder hat einen Tauschpartner immer bei sich. Brüte ein Ei aus für Wolli. Sende ein Geschenk an euer Freund für 5 Pokebälle. Ah ja, es gibt ja aktuell eh zu wenig Pokebälle, deswegen hier gerade noch mehr. Und verdiene einen Bonbon mit eurem Kumpel durch Laufen und da bekommt ihr 5 Superbälle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich bin leider schon etwas traurig darüber, dass die Aufgaben so aussehen, wie sie aussehen, und bin gespannt, wie sie denn auch wirklich aus den Pokestops dann rauskommen. Und nun schauen wir uns die Spezialforschung an. Die Spezialforschung laut der Infografik sollte eigentlich am 5. Dezember um 10 Uhr Ortszeit erscheinen. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. So wie es aussieht, ist die jetzt schon bei uns aktiv. Vielleicht hat Niantic da wieder was falsch gemacht und deswegen haben sie jetzt einfach alle bekommen. Wer weiß, vielleicht sollte eigentlich sogar die Forschung schon gestern erscheinen, weil es ja vielleicht Sinn ergibt, wenn ein neues Feature reinkommt, dass man auch diese Spezialforschung aktiv setzt. Aber ist jetzt mal dahingestellt, wir wissen es ja nicht, was Niantic genau geplant hatte. Vielleicht war das ja auch voller Absicht. Bei dieser Spezialforschung müsst ihr nämlich Geschenke tauschen mit Matteo. Und nur dann kommt ihr auch wirklich weiter. Auf der dritten Seite müsst ihr das sogar 3-mal machen. Das heißt, die dritte Seite dauert mindestens 3 Tage, weil wir wissen ja, dass dieses Feature nur einmal pro Tag möglich ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück. Auch hier bekommt ihr mindestens ein Hisuis Nibel und hoffentlich ist das bei euch shiny. In der Vergangenheit ist mir öfters aufgefallen, dass ihr wahrscheinlich das Gameplay gar nicht so genau anschaut. Und dachte, ich erwähne es jetzt einfach nochmal. Ich habe ein neues Shiny Hoothoot gefangen und ein Shiny Sonnenkern. Außerdem habe ich auch einige Showcases-Belohnungen hier mit drin. Falls es euch interessiert, könnt ihr euch das dann nochmal genauer anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und in der Videobeschreibung
seht ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!